Internationale Hilfe. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train SimWorld 4, denn spielt das zusammen hier auf dem PC. Guten Tag, heute werden Sie einige rangierende Güterdienste jenseits der Grenze übernehmen, der Salzburg mit weniger Einheiten auskommen muss. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein Güterzug-Szenario auf der neuen Strecke. Fahren Sie los, wenn Sie bereit sind, denn ich möchte natürlich diese Meisterschaft-Herausforderung schaffen, damit wir diese Dampfeisenbahn sehen werden in Frieden am Chiemsee. Und dazu müssen wir ja diese beiden Herausforderungen da, diese beiden Punkte da abgeschlossen haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir heute mal ein Güterzug-Szenario auf dieser Störung, neuen Strecke. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Und deswegen machen wir das einfach mal. Upsa. Das machen wir natürlich auch. Spitzensignale, genau, da können wir uns wieder auf unser Popper setzen. Und die Bremsen natürlich lösen, muss natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen. Das ist ja ganz klar. So, was hätten wir? Dann können wir die AFB auch noch auf 40 einstellen. Ich muss erstmal einstellen, machen wir dann da. AFB, AFB, AFB. Machen wir mal auf 40. So, dann können wir die Bremse lösen und dann losfahren. Haben wir irgendwas vergessen oder warum fahren wir nicht los? So, wahrscheinlich der Zug zu schwer. Zugbeeinflussung. Wunderschön. So, fangen wir jetzt erstmal Salzburg Liefering. Gleis 6. Jetzt nicht, wer weiß, wie weit weg, 2,2 Kilometer nur. So, nach wie vor 40 natürlich. Sie fahren. So. Da müssen wir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich quittieren. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Beeinflussung. 45 soll man nicht überschreiten, das tun wir ja auch nicht. Warum fahre ich denn schneller als 40? Was soll der Scheiß? So, 50 dürfen wir. Wir dürfen aber, bleiben aber trotzdem bei 40. Wir müssen jetzt sowieso gleich anhalten. Auf dieser schraffierten Linie müssen wir wahrscheinlich auch anhalten, also oben auf dem Streckenmonitor. So. Genau. Da vorne ist schon der Zielpunkt.
Lass uns da mal so ein bisschen ranrollen, würde ich sagen. Zugbeeinflussung. Optimistisch gebremst. Wollen wir schon alle Wagen auf dem Gleis haben? Aus. Sie fahren. So, 10 Waggons abkoppeln. Gut, das tun wir. Und zwar muss das da hinten irgendwo sein. Abgenommen werden, oder? Ja. Machen wir das. Wunderbar, das scheint zu funktionieren zu haben. Dann können wir weiterfahren. Können Sie befreien. Zugbeeinflussung. Bremsen lösen. Und ich glaube, da können wir auch losfahren. Bis zum Salzburger Hauptbahnhof. Bleibt nach wie vor bei 40. Hier wahrscheinlich wieder quittieren. Nee, braucht man nicht, okay. Scheint soweit funktioniert zu haben. Ja, alles klar. Fahren wir jetzt zum Salzburger Hauptbahnhof. Mit unseren verbliebenen Wagen. Schön an diesem Szenario ist auch, die, ja, die einzelnen Haltepunkte sind jetzt nicht, wer weiß, wie weit entfernt. Also man hat da jetzt nicht irgendwie, ja, ich sag mal, eine Stunde Fahrt und tut dir währenddessen eigentlich im Prinzip nichts, sondern ist relativ kurzweilig das Szenario. Man hat immer was zu tun, es sind kurze Wege, man ist immer beschäftigt mit Kuppeln, mit Fahren, mit Umsetzen und so weiter. Und wirklich sehr gelungenes Szenario, muss ich wirklich sagen. Ich mag es ja, wenn man viel zu tun hat, wenn es viel Action gibt und nicht allzu kurzweilige oder nicht allzu langweilige Szenarien. So, eigentlich können wir jetzt auch mal ein bisschen aufschalten, glaube ich. Mal sagen 90, ich glaube, da machen wir nichts verkehrt. Auch wenn wir einen Güterzug haben. S-Bahn gesehen, Vorarlberg Bahn, und hier fährt der RE ein, geschoben von der BR111 logischerweise. Da habe ich euch ja schon zwei Szenarien gezeigt, beziehungsweise ja zwei. Einmal mit der BR111 ein kurzes Stück und einmal mit dem Steuerwagen hatten wir ja auch schon das Vergnügen, wo unser Steuerwagen ein paar Probleme hatte. Gab es ja im letzten Video und ja, da habe ich mir gedacht, heute fahren wir einfach mal ein bisschen Güterzug. Müssen wir hier mal ein bisschen runterbremsen. Sie fahren. Auf 60. Es
Frau angekündigt. So, sogar 40. Dem sollten wir auch nachkommen. Zugbeeinflussung. Tun wir das doch auch. Auch schon so langsam in den Hauptbahnhof ein. Wie ihr seht, dort hinten links sieht man schon dieses DB-Zeichen, wenn mich nicht alles täuscht. SIFA. Das ist jetzt noch nicht der Hauptbahnhof. Das ist mehr so eine S-Bahn-Station, hätte ich fast gesagt. Normalerweise kein Zug hält, kein Regional- und Express- und Fährzug sowieso schon gar nicht. Das sind halt hier diese S-Bahn für die Vorarlbergbahn. Wir fahren jetzt hier über die Grenze. Der Fluss hier ist die Grenze von Deutschland nach Österreich. Habe ich mir sagen lassen. Zugbeeinflussung. SIFA. SIFA. So. Wir jetzt schön in den Hauptbahnhof ein, 1,6 Kilometer noch. Esther warten auf Ausfahrt. Wir haben jetzt die Aufgabe, den Zug dort anzuhalten, von außen rum. Hier der in sich im Bau befindliche Teil des Bahnhofs. Ich habe euch ja schon zu Anfang der Präsentation der Strecke, zur Präsentation der Strecke, meine Vermutung dahinter erläutert, dass ich vermute, dass dort neue Gleise gelegt werden sollen, weil wie gesagt, da auch Gleise liegen. Und da ist auf jeden Fall liegt da Material, um Gleise zu setzen. Von daher könnte ich mir das gut vorstellen. Aber das Ganze werden wir nicht erfahren, weil diese Strecke halt vor Fertigstellung des Baus angesiedelt ist. Von daher wird sich das leider nicht aufklären, was das im Wesentlichen wirklich gebaut wird oder wurde. Das kann man jetzt wahrscheinlich dann auf Fotos oder auch in Real, wenn man jetzt im Zusatzburger Hauptbahnhof fährt, erfahren. Dann sieht man ja, was da gebaut wurde. Aber jetzt in diesem Spiel halt nicht. So. Fahren wir jetzt hier das Gleis, wo wir halten sollen. Da vorne ist dann unser Haltepunkt, wie ihr seht. Wir können die Leistung aber eigentlich schon mal wegnehmen. Jetzt ein bisschen ranrollen lassen, das Ganze. Und das macht es einfacher. Oder energieschonender. Oder energiesparender, sagen wir mal so. Türfreigabe. 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 Ein bisschen dagegen an aufschalten hier, weil sonst haben wir nämlich gleich ein Problem, dass wir schon Feuerstunde haben. Es geht ja nämlich leicht bergauf, wie ihr seht. 0,1% zumindest. Und, das zieht uns sonst doch etwas den Berg wieder runter, vor allem die ganzen Wagen dran. So. Aber hier mal stehen, würde ich sagen. Zugbeeinflussung. So, jetzt sollen wir 13 Wagen abkoppeln. Das machen wir. Werden wir wahrscheinlich die Lok abkoppeln müssen, weil dafür sind wir gar nicht mehr.
abkoppeln. Zack. Würde ich sagen, mach mal sofort weiter und schickes Bild von der ganzen Sache. Mal hier ein schickes Bild von der ganzen Sache. Im Fotomodus. Eieiei. Da müssen wir aber mal eben ganz kurz hier klar machen. So, das sieht schon ganz anders aus. Wunderbar. Wunderschön. So, Salzburg Hauptbahnhof, Gleis 223, das ist da vorne. Das heißt, wir können die Bremsen lösen. Dann können wir uns ja mal ansehen, wie wir hier von den Waggons wegfahren. Sieht doch immer ganz schick aus. Und die gleich die Schläuche und so weiter nach unten fallen. Die Kuppel so ein bisschen. Gut, das war jetzt nicht wirklich irgendwas zu sehen, aber da hätte ich mir mehr erwünscht, aber ja. Naja, da müssen wir jetzt glaube ich wahrscheinlich Befehl 40 drücken. Wenn wir da drüber fahren, weil das ja rot mit weißen Punkten ist. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig fit in der Sache, aber ich denke schon, dass das der Fall sein wird. Zugbeeinflussung. Oder auch nicht. Okay, da habe ich was falsch gedrückt. Zugbeeinflussung. Wahrscheinlich hätte ich dann noch Wasser drücken müssen. Zugbeeinflussung. 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 Oh ja. Okay. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht hundertprozentig fit in der Sache. Hat sich jetzt bewahrheitet. Wenn ihr euch da besser auskennt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich da hätte drücken sollen müssen. Damit ich keine Zwangsbremsung hätte kassiert oder kassiert hätte. Befehl 40 war es auf jeden Fall nicht. Das war definitiv falsch. So viel steht fest. Aber ich kann ja, wenn das nochmal kommt, dann kann ich ja mal Wasser drücken. Beziehungsweise fein glaube ich nicht, aber Wasser. Wasser wird es mit Sicherheit gewesen sein, dass ich da hätte drücken müssen. Ach, jetzt macht das doch wieder. Wegen 5 Meter, Leute. Kommt schon. So, stellen Sie das Führerbremsventil auf Vollbremsung. Das tun wir, dann sollen wir die Lichter abschalten. Das machen wir natürlich. Hecklichter einstellen, jetzt müssen wir aufstehen. Was sollen wir jetzt machen? Den müssen wir auch ausmachen. AFB, AFB. AFB. Ja. Raus. So. Achso, stopp. Da habe ich jetzt auch was gelernt. Müssen die Zugsicherungssysteme ausstellen. Störung. Ich muss mal eben umsetzen. Müssen wir ausstellen. So, müssen wir ausstellen. Geht's nicht. So, über den. AFB, AFB, AFB. So. Gehen wir in den anderen Führerstand, müssen natürlich außenrum, weil durch die Maschine rum. Geht leider nicht. So. Steigen wir vorne ein. Zack, dann den natürlich wieder reinstecken, den auch, so, den auch vorwärts, dann natürlich wieder das Zugsicherungssystem einstellen. Störung. Also AFB lassen wir aber aus, ich glaube das hat jetzt auch nicht viel auf dem Nacken, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, dann geht's los. Ja, wir haben sogar noch eingeschaltet, fällt mir auf, aber ist jetzt auch egal. Zugbeeinflussung.
bisschen Feuer. Sonst müssen wir wahrscheinlich sowieso erstmal außen rumfahren und dann an unsere Wagen setzen. Wir werden wahrscheinlich, die haben wir jetzt hier stehen gelassen. Die haben wir hier abgestellt. Das werden das wahrscheinlich links die Zoom-Wagen sein, die geschlossenen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Und die haben wir jetzt hier abgestellt. Genau. Fahren da hinten und dann fahren wir an die geschlossenen da links ran. Das drücken wir mal Wachsam. Zugbeeinflussung. Nee, ist auch verkehrt. Was zum. Was muss man denn da drücken? 2000 Hertz. Ja. Türfreigabe. Türfreigabe. Ich weiß es nicht. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Vielleicht war ich auch zu schnell. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, klärt mich gerne in den Kommentaren auf, was ich da hätte drücken müssen. Das Signal da blicke ich nie richtig durch, was man da jetzt genau. Oder in welcher Kombination man das Ganze drücken muss, um da keine Zwangsbremsung zu bekommen. Vielleicht muss man das auch machen. Ich weiß es wirklich nicht. Da bin ich komplett lost in der Sache. Ich weiß, wie PZB funktioniert und so weiter, aber da an solchen Signalen mit dem, da bin ich wirklich komplett raus. Aber ja, niemand ist perfekt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ein paar Güterzüge stehen bereit, um nach Freilassing zu fahren. Kuppeln Sie an und fahren Sie hin. Ja, dann werden wir wahrscheinlich hier rückwärts fahren müssen. Ich denke jetzt nicht, dass wir den Führerstand wieder wechseln. Genau. Rückwärts. AFB, AFB, AFB. Das ist scheiß AFB, mach ich einfach mal. AFB, AFB. Aus. Einfach. Aus. Mit jetzt aus. Nämlich auf den Keks. So. Dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Dann können wir ja besser hier so am Strohmann hier mal Platz nehmen. So herum, ne? Genau. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ist das jetzt wie dieser blöde AFB oder was ist jetzt hier? AFB, AFB. So, jetzt ist die AFB auch aus, dann können wir losfahren. Also, da war die AFB noch auf 0 bzw. aktiviert. Und auf 0 natürlich, dann fährt die nicht los, logischerweise. So, dann wir lösen. Auf geht's. Geht's auch los? So, zu schnell brauchen wir gar nicht werden. Schön an die Wagen ran. Sifa, Sifa. Wunderschön, wunderschön. So, das machen wir jetzt komplett. Professionell. Ding auf aus. Stromabnehmer. Ne, den müssen wir auf neutral machen. Dann. Störung. Störung. Weil. Wegen Schutz, wegen dem Strom. Bei dem Vorbild geht das ja auch so gemacht. So.
koppeln wir die ganze Sache an. Zack. Dann sollen wir nach Verlassen fahren. Das tun wir natürlich. Nee, die Treppe hochkommen heißt das. Alter, das ist immer so eine Sache hier. So. Dann müssen wir natürlich erstmal wieder den Stromabnehmer heben. Jetzt kommen wir ja keinen Meter vorwärts. Ist oben. Den nach vorne wieder einschalten. Das nach vorne belegen. Bremsen lösen. Dann haben wir jetzt 5,9 Kilometer bis Freilach. Den können wir AFB auch wieder einstellen. AFB. Das Ganze dann erstmal fixig verlegen. Genau. Zack. Bremsen sind gelöst. Da würde ich sagen, los geht's. Na komm. So, echt Gasleistung ausschalten, damit ich überhaupt vorwärts kommen hier. So, uns befreien. Beeinflussung. Wenn wir wahrscheinlich rekrutieren müssen, an der Stelle hier. Oder auch nicht. Oder vorne wahrscheinlich. Zugbeeinflussung. So, 45 soll man nicht überschreiten. Das tun wir ja nicht, weil wir ja die AFB auf 40 stehen haben. Drücken wir aber. Genau. Ach du Jemine. Das sollten wir vielleicht auch auf einstellen, wie überhaupt. Genau, das sieht ja schon ganz anders aus. So, dann fahren wir hier außen am Bahnhof wieder vorbei. Da steht noch eine S-Bahn, dort steht noch ein RE. Die alle samt auf Ausfahrt warten, meine ich. Freilassig und so fort. Wo auch, wohin auch immer. Ich hab's heute. So, Beeinflussung. Aber nach wie vor 40 und uns hier wieder quittieren. Sifa. Mal eben was trinken. So, dann dürfen wir gleich schon auf 100 beschleunigen. Das denn ständig für Kuppelgeräusche, hört ihr die? Sifa. So, dann fahren wir hier noch aufs richtige Gleis und dann werden wir gleich beschleunigen. Und dann fahren wir hier wieder über die Grenze nach Deutschland, von Österreich aus. Der Fluss hier ist die Grenze praktisch. 60 fahren. Dann haben wir jetzt noch gute 5 Kilometer bis Freilassing. Gleis 12. Sie fahren. So,
Also unter 20 werde ich aber nicht fahren. Wie gesagt, Güterzug fahren. Und ich glaube, mit 120, das verträgt sich nicht so sehr mit dem PTB. Bin mir da aber nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bleibe einfach bei 100. Das ist, glaube ich, auch nicht so tragisch. Hey, gleich 40,5 Kilometer. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. So, dann werden wir wahrscheinlich unseren Zug, unseren Güterzug in Freilassing dann wieder abstellen müssen. Unsere Lok dann wahrscheinlich noch auf dem Abstellgleis fahren und dann parken, gehe ich zwar aus, dass das unser Auftrag sein wird. So, einer unserer nächsten Aufträge, sagen wir mal so. So, ich würde sagen, wir gehen dann schon mal in die Bremse rein. Sifa. Ja, wir haben schon einige Wagen hinten dran. Das muss man mal definitiv so sagen. Zugbeeinflussung. So, das Bremsen hat ja wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Überhaupt gar kein Problem. Trotz des Gewichts hinten dran kam die Lok doch ziemlich schnell auf die Geschwindigkeit, die wir hier vorgewählt haben. Ich ehrlich sagen, also richtig schön. Sifa. Wunderbar. 185239-1. Sifa. Fahren wir jetzt schön hier. Zugbeeinflussung. Im Bahnhof von Freilassing. So, geht uns jetzt hier der Hauptschalter fliegen? Oder nicht? Scheint nicht. Gleis 12, wie gesagt, da sollen wir unseren Zug anhalten. Dann ist sie wahrscheinlich rechts fahren. Ich mache. Nee, links. Wir bleiben schon links. Ja, doch rechts. Ich habe mich fehlleiten lassen durch die Markierung. Sind denn diese ständigen Koppelgeräusche? Hört ihr die auch? Also diese, das schon wieder. Zugbeeinflussung. Was auch immer das zu sagen hat, diese Koppelgeräusche da. Hintergrund. So, da fahren wir geradewegs drauf zu, auf unser Ziel.
Zu langsam wollen wir noch nicht werden. Türfreigabe. 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 Aber schon so in dem geforderten Maß, dass uns der 500 Hz man geht jetzt nicht irgendwie an die Karre pisst. Weil der nämlich gleich sagen wird, unter 24 bleiben. Deswegen wäre es schon ganz gut, wenn wir da auch drunter bleiben. So, 16 Wagen abkoppeln. Das machen wir jetzt aber wieder so. Jetzt müssen wir die Lok abkoppeln. Zack. Gute Arbeit, Zeit zum Parken. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass wir die Lok noch parken müssen. Und dann Feierabend machen können. So, es ist natürlich wieder, ne? Das wieder mit den Punkten und so weiter. Ah, Leute. Wieder so eine Sache. Jetzt machen wir B wieder aus. Jetzt machen wir B wieder aus, aber erstmal auf Null stellen. So. Weil beim Markt wirklich nicht. AFB, AFB. Ach ja, ja, ja. Okay. Versuchen wir es. Wenn es schief gehen kann es ja nicht. Einfach alle drei Knöpfe drücken, dann kann nichts schief gehen, oder? Warum denn? Zugbeeinflussung. 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 Keine Ahnung. Echt nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Was ist denn jetzt schon wieder falsch? Ach Leute, ey, jetzt reicht's langsam. Zugbeeinflussung. Keine Ahnung, was jetzt da das Problem war, welches Signal überhaupt für uns war. Echt, also ich weiß nicht. Manchmal blickt man da aber auch nicht durch. Bremsen wir jetzt? Freigabe. SIFA, 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 SIFA Zwangsbremsung, SIFA Zwangsbremsung. Och Leute, 6 Meter, ich kack ab. So, jetzt sollen wir die Lichter auf ausstellen. Überhaupt erstmal. Die ist wieder auf Lenklichter. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder den Führerstand wechseln. Müssen aber erst wieder die Zugsicherungssysteme ausstellen. So, dann können wir den Fahrtrichtungswender ausstellen und uns den nehmen. Und dann können wir wieder mal in den anderen Führerstand. Ah.
Ach, das heißt, die müssen wir wieder auf darauf stellen. Dann. Störung, Störung. So, können wir, glaube ich, loslegen. Zugbeeinflussung. So, fahren jetzt hier zu unserem Haltepunkt. Wieder rückwärts fahren wahrscheinlich. Genau. Noch rückwärts stellen. Dann bisschen lösen. Los geht's, wir lösen die Bremse. Ist dann unser Ziel. Bin aber gespannt, ob wir die Lok da noch abkoppeln sollen oder ob wir einfach nur fertig sind. Werden wir dann alles gleich sehen. Ach, wir halten den mal weg, Tron. Auch geil. Danke für Ihre Hilfe heute. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Also abrüsten müssen wir dann wahrscheinlich nicht mehr, wie es aussieht. Gut,
Ist das so? So, wir haben eine Geschwindigkeitsüberschreitung begangen, davon 130 Punkte Abzug bekommen, haben aber dennoch Gold erhalten. Ziele abgeschlossen, 2000, gefahrene Distanz 1540, Sicherheitssysteme verwendet. Ihr seht, das macht eine Menge aus. 1320 Points. Korrekt aufgerüstet. Ja gut, die war ja mehr oder weniger schon aufgerüstet. Scheibenwischer brauchten wir nicht. Halte, Pünktlichkeitsbonus, das hatten wir ja alles nicht. Genauigkeitsbonus, 1151 Points. Wir haben mehrfach angekuppelt, das sind 2000 Punkte. Harteaufprall haben wir nicht. Welchen gestellt brauchten wir auch nicht. Zukunft gesichert verlassen haben wir auch nicht. Also ihr seht, mit Sicherheitssysteme, also die zu verwenden, das macht eine Menge aus, gibt eine Menge Punkte. Insgesamt haben wir eine Punktzahl von 7.881 AP erhalten und dafür halte Gold. Das können wir ja mal schauen, wie wir sich das Ganze auf die Meisterschaftsherausforderung da, Masterie-Herausforderung ausgewirkt hat. Das würde mich jetzt mal interessieren, denn eine Dings müsste ich ja jetzt voll haben. Mich jetzt nicht alles täuscht. Schauen wir mal. Genau, den einen habe ich auf Gold. Den habe ich abgeschlossen. Sehr schön. So, hier müssen wir jetzt Border Crossing. Drive 80, also Drive 80 Miles, 128 Kilometer. Und complete 4 Timetables, also 4 Fahrplanfahrten. The Hills are Alive. So, das alles haben wir schon wahrscheinlich hier. Auch wie heißt es, frei gemacht, da können wir hier mal wie was noch, ne, können wir nichts weiter. Das geht erst halt, wenn wir hier diese, das könnte man noch, das müssen wir noch rausfahren, also auf entsperren, indem wir hier den die beiden Sachen halt erfüllen. Das können wir dann, wie gesagt, entweder mit 4 Fahrplanfahrten müssen wir auf jeden Fall noch fahren. Zug ist da egal. Und halt die im Meilen fahren. 80 Meilen, ja gut, das sollte man ja eigentlich mit einer Fahrt fast hinbekommen, hätte ich fast gesagt. Das machen wir aber das Ganze dann in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, ja, es hat euch erstmal soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr mal gar nichts. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Haut rein, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.